Alter Schwede, das riecht nicht. Es riecht nicht. Leute, guckt euch das mal an. Also mit dem Motorrad fahren und dann wahrscheinlich aufs Wetter wechseln, weil das Spiel gerade schon wieder abgestürzt ist. Also das Spiel ist abgestürzt. Und schon wieder abgestürzt. Das gibt's doch nicht. Und schon wieder Absturz. Das gibt's doch nicht. Nicht mehr, mein Freund. Und noch ein Absturz. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Empyrean und ja, ich versuche jetzt einfach mal jetzt hier nochmal bei der Aufnahme zu gucken, ob das jetzt freest hier oder ob wir jetzt einen Tag später einfach mal weiterspielen können. Im Moment sieht es ganz gut aus, vielleicht schaffen wir eine halbe Stunde aufzunehmen. Wir gucken uns mal an, also wir düsen erstmal zur Basis zurück auf dem Weg dahin. Also hier die Stamina, die ist ja echt für den Arsch, ja. Ja, im Weg dahin sammeln wir noch ein bisschen was ein, dass wir hier einfach noch ein bisschen XP-Punkte abgreifen können. Hier auch die mitgenommen, Cora-Blätter. Die Blumen können wir nicht mitnehmen. Ah, die Stamina baut sich ja extrem langsam auf. Guck gerade mal. Achso, wollte ja noch eins machen. Moment. Jetzt seht ihr auch das Radar. Schieben wir das mal ganz elegant nach drüben. Können wir da gucken, ob auch alles läuft. Gut. So, wir haben... Okay, also wenn man... fliegt... muss man jetzt immer ein bisschen aufpassen. Nun gut. So, jetzt wollen wir noch eine Sache gucken. Einmal bei Einstellungen. Mal den Ton mal ein bisschen leiser auf meinen Ohren. Weiß nicht, ob das für euch jetzt auch leiser geworden ist. Hier, Einstellungen. Können wir da schon was an der Sprache ändern? Ja, aber es wird trotzdem noch. Loot the Artifact. Ich sag mal so, eigentlich haben wir das Artefakt schon eigentlich gelootet. Boah, haben wir noch was anderes bei? Ja, hier die Kettensäge. Und ganz kurz mal hier ein bisschen Holz mitnehmen. Gucken, ob das funktioniert. Also. Okay, ein Holzstamm ist jetzt auch nicht so die Masse, aber gut, egal. Gut, wir sind erstmal wieder bei der Basis. Im sicheren Hafen. So, das wächst alles. Dann können wir hier mal das hier reinhauen. Cora-Blätter, Wurzeln, Pixie, Fasern. Das hauen wir alles mal einfach mal da rein. Was wir jetzt nicht wirklich brauchen. Und dann würde ich gerne aber auch hier oben das eigentlich ein bisschen mehr umbauen. Weil das ist auch erstens ziemlich gefährlich, dass man hier runterfällt. Komm hier. Stamina Boost. Oh, was zu essen, ja. So. Okay, gelootet haben wir das Ding noch. Ich weiß jetzt noch nicht, warum. Weg mit dir. Warum er mir das immer noch nicht anzeigt. So, was wir jetzt erstes wahrscheinlich machen werden. Lass mal hier reingucken, das kann weg. Oh. Ups. Also, merken immer von oben. So wie das da auch. Na gut. Oh, oh. Oh, wurde geschossen. Wir
brauchen auch definitiv Magnesium. So, Helm habe ich sowieso nicht auf. Okay. Okay. Also die Basis, hatte ich aber letztes Mal schon gesagt, ist eigentlich super schick, aber total unproduktiv. Viel zu weite Wege. So, das hier mal weg. Mal gucken, haben wir hier einen Block denn bekommen? Ja, haben wir bekommen. Um hier den Bohrer schmeißen wir mal wieder hier hin. Okay. Gut. So, hier haben wir schon den größten Teil abgebaut. Das wollen wir mal gucken. Die Waffen sind alle noch okay. So, die Rüstung. Mittlere Rüstung. Wollte er nicht? Gut, das schmeißen wir jetzt hier mal alles rein, was wir hier noch haben. Bap, 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 bap. AM-Blöcke. Platten. So, Frachtboxen. Lichtblöcke. Antennendeko, technische Geräte. Automatiktüren. Sensorschalter. Gut, hier haben wir Holz, das können wir auch mal mit reinmachen. Okay. So, wir haben noch Magnesiumpulver. Müssen wir mal gucken, ob können wir diese Ladung. Nein, die Ladung können wir natürlich noch nicht machen, weil wir noch nicht das Level haben. Ja, Geld. Können wir einzahlen, bringt uns aber auch nicht wirklich was. Ja, Motorrad werde ich erstmal nicht bauen. Baupläne. So. Kleines Kampfschiff. Unlock at Level 10. Unlock at Level 7. 12 Minuten Bauzeit. 12 Minuten. Eigentlich möchte ich ja gerne den haben, aber den kann ich erst ab Level 20. Und der braucht 38 Minuten zum Bauen. Ach ja. Okay, wie sieht's denn aus mit so einem. Den könnte ich schon bauen. So, und was haben sie hier? 9 Minuten. Dafür brauche ich Eisenbarren. So, wenn wir jetzt den Ferrari nehmen. Kimmer, den Huberstadter Tunnel Red. Okay, den 9 Minuten zu meinem Ferrari. Ich weiß gar nicht, ob mein Ferrari. Oh gut, dann können wir zur Not dann noch Kisten drauf bauen. So, 8 Minuten. Okay, Dekoblöcke. Technische Geräte. Was möchte er nicht? So, Silizium. Sensortrigger. Stahlblock. Stahlblock. Automatische Türen. So, komm hier. Generator groß. So, und Treibstofftank. Okay, so 2 Minuten Bauzeit. Dann gucken wir jetzt mal. Wir brauchen noch ein bisschen Kupferbarren. Lithium, Eisen, Kobalt. Kupfer haben wir nicht. Nehmen das mal alles hier einmal ganz kurz mit. Und dann gucken wir noch mal rein, ob wir das hier mit irgendwie Motor. So. Metallkomponenten, okay. Kondensatoreinheit. Steuergerät. Elektronik. Ja. Reaktorkern. Okay. So, eine Sekunde.
Sehr schön, der ist fertig. Und dann in Fabrik. So, nehmen wir mal die Rohre, Stromspule, Stahlplatten, Aimblock. Ne, will er nicht. Okay. Gut. Blueprint ist fertig. Ist auch nicht gescheatet gewesen. So, erstmal gucken, ja, läuft noch alles. So, hier runter eigentlich. Habe ich Rad? Nein. Das jetzt gar nicht. 12x12, nee, doch, das hält alles noch. Ja, wie gesagt, sieht zwar schick aus, aber bringt uns momentan hier nichts. Außer optisch. Also ein bisschen andere. Wo sollen wir jetzt den Hoover haben? Dann können wir dadurch ein bisschen eleganter über die Insel düsen. Also hoffe ich zumindest. Besser als mit. Ich habe nur noch eine Multiduladung. Besser als mit diesem beschissenen Motorrad. So, das weg. Das weg. Ja, das machen wir jetzt in der Folge. Mal ein bisschen was. Scheiße. Das sollte nicht weg. Block. Block, 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 Block. So. Ja, ja, ja. Also. Gut, dann haben wir noch Sachen in der Tasche, die müssen wir in den Kühlschrank packen. Ist viel zu groß. So, Fleisch, Maultiermilch, das können wir. Dino Eintopf, das ist fertig, das ist fertig, das ist fertig, das ist fertig, ich weiß gar nicht, ob wir das. Popcorn. Das Ding ist fertig, das ist fertig. Und der Schinken ist auch fertig. Nahrungswert 100. So. Nahrungswert 100. Okay. 75. Ja, dann sind wir voll. Okay. Jetzt das in den Prozessor hier rein. Dit. Okay, und dann stellen wir mal hier noch eine Kiste auf. Wo die Sachen rein können, die wir jetzt gar nicht brauchen. Okay. So, Geld, das, der. Das, das und das und das, okay. So, Muni haben wir hier unten. Energiezellen. Nehmen wir mal die Hälfte mit. Gut. Ich habe Angst, dass es gleich wieder dunkel wird. Ja, in 2 Stunden 95. So, wir haben ein Eisenlager. Aber wir setzen uns jetzt mal einfach mal den Blueprint. Objekt erzeugen. Neue Bundleiter kreiert. Okay, so, da ist U2. Wir brauchen Sauerstoff. Sauerstoff. Licht. U2. Zugriff. So, nehmen wir mal eine. Nehmen wir mal zwei. Eine. Okay, dann nehmen wir keine. P. Okay. Jetzt habe ich natürlich alle Ressourcen verballert und habe es noch nicht geschafft, mir einen Sauerstoffgenerator zu bauen. Ja, Sauerstoffgenerator und Wassergenerator. Idiot. Scheiße. Egal. So, Stromzellen haben wir. Helm haben wir auch. Sauerstoff haben wir da auch drinne.
Gut, so, einsteigen, P drücken. Cargo Box, okay, haben wir zwei Stück. Cockpit, Kern, Kraftstofftank, Zugriff. Okay, das war teuer. Generator, Schwebesystem. O2 Station haben wir nicht. O2 Tank. RCS, Schubdüsen und ungruppiert. Okay, alles klar. Der hat jetzt zwar keine Bewaffnung. Der wackelt ein bisschen hin und her. So, da ist das Moped, da wollen wir nicht hin. Gut, Karte. Kupfer, Promethium, Silizium. Silizium. Eisen. Last. Motorbike. Okay, wir fahren jetzt mal hier in diese Richtung. So ein Promethium, das brauchen wir. Annehmen. Okay. Marker gesetzt da hinten. Okay, ein bisschen kacke fährt er sich, aber ist okay. Oder gleitet er sich? So, Waffen habe ich natürlich nicht bei. Das ist auch erstmal nicht so schlimm. Wäre natürlich sinnvoll, wenn wir Magnesium Minigun Drohne. Oh. Okay, hier ist so ein Rhinoceros. Scheiße, das wird jetzt dunkel. Ich habe, glaube ich, keine Scheinwerfer dran. L? M? Nein, P? Haben wir Licht dran? Ne? Natürlich haben wir kein Licht dran. Ne? Na gut, der Mond geht ja auf, da haben wir ein bisschen Licht. Ich hoffe, dass ihr was erkennt. Okay, hier ist noch ein Magnesiumlager. Ich frage mich, wo er jetzt gerade hängen geblieben ist hier. Looter Artifacts, die haben wir doch eigentlich schon gelootet. Ja, einmal durch die Bäume geklatscht. Promethiumlager. Ich würde jetzt am liebsten eine Abandoned Base finden, wo wir vielleicht einen Bergbaukern kriegen und mit diesem Bergbaukern können wir unsere Miner aufstellen. Das wäre viel sinnvoller, als da jetzt zu unserem Handbohrer einzuspielen. Kobalt, Kupfer, Magnesium. Okay. So, ganz kurz mal auf die Karte gucken. Okay. Silizium. Hier ist was. Irgendwie ist ja noch nicht richtig gut ausbalanciert. Hinter diesem Berg. Ein Dorf. Sehr schön. Dorf, wir kommen. Außentemperatur ist 0 Grad. Das passt noch. Dorf ist wahrscheinlich so ähnlich wie... Ja, wie sonst auch immer. So, okay. Ausmachen. Aussteigen, Licht an. Waffen. Jetpack ist an.
Okay, die Spawner sind. Okay, die anderen Spawner sind kacke. Ego-Perspektive. Ja, Scharfschützengewehr. Warum gehst du nicht kaputt? Sehr gut, okay, jetzt müssen wir natürlich die Viecher auch noch abschießen. Aber ich weiß, dass hier mehr als ein Spawner ist. Müssen sie nur alle finden und vorsichtig finden. Ah, hier. So, Drohne. Können wir mit der Drohne looten? Ja, können wir looten. Sehr schön. Okay. Ja. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich trottel. Okay. Ach, Mann. Okay. Knarre. Alter Schwede, ich bin schon wieder auf 370 hier. Kann das mit einer T1 zaubern? Okay. Wo sind die doofen Hunde hier? So, wir fliegen aber erstmal eine Runde rum. Okay, kein Spawner mehr. Da ist noch ein Spawner. Da drüben ist noch ein Spawner. Okay, alles klar. Und dann müssen wir da jetzt irgendwie hinkommen. Frage ist nur wie. Ja. Die Frage. Wenn die hochlaufen? Falsche Fraktion oder kein Kern vorhanden. Okay, so, da sind wir durch, da sind wir durch. Da ist noch ein Spawner. Okay, und da hinten. Aber erstmal den hier in den Arsch geschossen. Natürlich, 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 natürlich. 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 Ach man, ey, das mit diesem scheiß Jetpack hier. Ach, ist das hier furchtbar. Ja, natürlich. Ihr kriegt mich hier oben. Ja, gibt's nichts zu sagen. So. Könnt ihr hier hoch? Könnt ihr hier hoch oder könnt ihr hier nicht hoch? Du zitterst dir da was ein in der Wand hier? Das nehmen wir erstmal mit.
ist denn hier auch einer. Okay, der ist weg. So, nachladen. Und den müssten wir aber alle haben hier. So, den noch. Das hier. Warum kann ich denn den nicht öffnen? Falsche Fraktion oder kein Kern vorhanden? So, die tun mir eigentlich nichts, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber gut, wir fliegen jetzt mal eine vorsichtige Runde nochmal, um abzuchecken, ob hier noch irgendwo... Da sind noch zwei. Okay. Hier sind zumindest keine Spawner mehr. Nicht, dass ich wüsste. Oder nicht, dass ich sehe. Gut, wo sind die Viecher? Da sind die. Okay, müssen wir mal gucken, ob wir jetzt von dem Dach darüber auf das Dach hier. Nachladen. Wir haben dann keine Schafe mehr. Okay. Drohne genommen. Ja. Ja. Hallo? So. Irgendwo war doch das Vieh jetzt hier noch. Der sich hier drin versteckt oder was? In der Ecke. Na super. Okay. Reloading. Oh, Blood Poisoning. Sag mir doch was. Gegengift? Gegengift? Medipack? Ich habe eine Blutvergiftung und du? Blutvergiftung. Kacke. 12G da. Oh, sehr schön. So, das haben wir. Mein Dings geht aber immer weiter runter. Ach, Mano. Na, jetzt komme ich da nicht hin. Die tun mir ja nichts. Auch wenn ich den ihre wertvolle Fracht hier umloote. Was haben wir denn? Zwei Bergbaukerne, ja. Laser-Upgrade-Bausatz und schwerem Waffen-Upgrade-Bausatz. Sehr schön. Mano, wo ist der? Good, you received our message at the Artifact. I hope we need your help. Please come to me orbit and clear the X7 station. But that's just the beginning and prepare for more adventure. Also, wir haben es gefunden und wir sollen bitte zur May Orbit fliegen und da sollen wir die X7 Station säubern. Oh, interessant. Sehr interessant. Gut, wir haben immer noch eine Blutvergiftung. Bräuchte jetzt noch was gegen diese Blutvergiftung. So Leute, ihr tut mir ja nichts. So, da ist noch was drin. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht abkacke. Gegengift, Adrenalin. So, was zu essen? Stamina Booster. Blood Poisoning. Da sagt er mir aber auch nicht an, was er jetzt braucht, ne? So, du hast ein Stamina Boost erhalten. Nee, außen nicht. Wir waren hier drüben nicht noch irgendwo eins. Hier so, nein. Also ich habe immer noch Blutvergiftung.
Okay, Medikit müsste jetzt erledigt sein. So, da waren wir gerade dran. Ne? Dann ist der andere doch hier drüben. Ah, hier hinten war der ruhig gewesen. Aus meiner Eskapade aus dem Multiplayer, wo ich hier mehrfach verreckt bin. Gewehr-Upgrade-Bausatz, Schrotgewehr-Bausatz, sehr schön, sehr schön. Gefechtsstrahl. First Aid Kit. Okay, erfüllt aber zumindest es auf. So, Stomach-Pilz, Adrenalinspritze. Essen packen wir mal hier hin. Nahrung. 170. Okay, gut. Die können wir dann hier mal hinpacken. Ja, Repair Station haben wir auch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Es geht voran, es geht voran. Und das Spiel ist auch noch nicht wieder abgestürzt. Das ist ja auch mal... Verarsche hier. Ist ja auch mal schön. Wir spielen jetzt knapp 30 Minuten. Also beim letzten Mal war jetzt so die Zeit, wo er sich gesagt hat, so, Olli, jetzt ärgern wir mal dich schon ein bisschen. So, da haben wir noch Sachen, die können wir auch noch looten. Looten, 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 looten. Wer meine Multiplayer-Eskapaden verfolgt, der weiß, ich mag es zu looten. War einer mit meinem ersten am Looten. Hier ist nichts drin. Komm, hab dich mal nicht so hier. So, das könnten wir höchstens noch mitnehmen. So, die Startuhr. Die würden wir maximal nur zerschießen. Hier unter sind die Generatoren, höre ich gerade. Ich möchte aber da jetzt nicht so viel Muni verballern. Und bei dem hier waren wir auch schon dran, ne? Achso, looten geht nicht mehr mit der Drohne. Ist okay, kann man machen. Hindert mich am Spielgeschehen. Nur minimal. Kein Problem, kein Problem. Gut, wo waren denn jetzt hier oben? Also, da stehen wir schon in die richtige Richtung. Hier wollte ich doch noch mal gucken, ob wir hier irgendwas mitnehmen können. Chili oder was das ist. Ist aber alles noch nicht gewachsen. Okay, weiter geht's. Bodengleiter. Dorf. Sehr schön. Karte. So, dann... Dann würde ich sagen, wir gucken schon in die richtige Richtung und fliegen hier einfach mal hier so rüber. Und die Sonne geht ja auch Gott sei Dank wieder auf. Okay, wir nehmen mal die Außenansicht. Kobalt, sehr schön. Wichtig ist, dass wir eigentlich alles mal einmal abfliegen. Ich würde es natürlich lieber mit einem Flugzeug machen. Weil es einfach, man kann höher, man kann schneller ausweichen. Wir sind noch nicht Minigun-Drohnen. Aber wir haben zwei Bergbaukerne, Gott sei Dank. Also gut, es nützt uns zwar jetzt momentan noch nichts, weil wir noch nicht mal die T1-Miner bauen können. Aber es ist ja zumindest der Anfang. So, Level 7. Ich weiß gar nicht, ab wann wir die Bergbau-Miner-Kerne bauen können, wirklich. So, haben wir, was haben wir denn hier? Das kann ich, der düppelt sich hier so einen rum. Kupfererzlager, sehr schön, haben wir doch alles. Das heißt, wir können dann theoretisch, was haben wir da? Kanonendrohne. Kanonendrohne müssten wir eigentlich... Mal gucken. Stamina Boost down. Ich hoffe nicht, dass uns jetzt hier irgendwas angreift. Schon. Okay.
Ja, ein bisschen Muni. Okay. Das ist okay. So, wo ist mein Schiff? Hallo? Hallo? Oh, wie ich das hasse. Nee, wer ist auch da in die Richtung? Ja, wer Karte lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich bestimmt dran, weil ich noch keine Antenne drauf habe. Da ist er. So, Minigun-Drohne ist erledigt. Aber ja, ganz locker aus den Ärmel rausgeschossen. Gut, ich würde jetzt aber an dieser Stelle erstmal Schluss machen. Also das Spiel läuft soweit. Ja, ich war ganz dunkel. Hier. Oh. Blende. Okay. Jetzt habe ich auch ein bisschen Licht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Experimental Alpha 6. Ja, ihr habt gehört, ihr habt gelesen, was dort stand. Wir müssen auf Maya. Wir sind aber. Wir sind aber nicht auf Maya. Wir sind auf Elia. Hier ist Maya. Das ist ein Warpsprung. Das heißt, Thanos Mission End. Thanos Mission 1, Hideout. Thanos. Alter Schwede, was ist denn das alles? Und das hier ganz alleine ohne meine Freunde im Multiplayer, verdammte Axt. Aber ist egal. Wir kämpfen uns hier durch. Mal gucken, wie weit wir es schaffen. Ob, ich meine, irgendwann heißt es bestimmt, ja, es kam jetzt nochmal ein Update raus und der Spielstand ist nicht spielbar. Aber wir gucken, wie weit wir kommen. Also ich versuche jetzt auch wirklich ein bisschen jeden Tag ein bisschen was rauszuhauen. Mich auch nicht allzu lange, sondern das ist ja alles PvE, PvE, PvE. Gut, ist ja eh Singleplayer, aber Neo. Okay. Oh, interessant. Galactic Marketplace. Okay. Ah, hier guck mal, da sind auch meine Kumpels. Aber gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es geht weiter, solange es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Ich drücke den Knopf und ciao.